Liebe Teilnehmerinnen, bevor wir jetzt die Kundgebung beginnen, möchte ich doch aufmachen, machen Sie bitte keine spitzen Gegenstände, Sektgläser weg, Glasflaschen weg. Die einzigen Waffen, mit denen wir heute kämpfen, sind die weiblichen Waffen. Okay, so, das wollte ich am Anfang sagen. Und nun herzlich willkommen zu unserer Kundgebung zum Weltfrauentag. Wir verdienen mehr ist das Motto. Liebe Schwestern, 105 Jahre Internationaler Frauentag. Dieser steht in der Tradition des Kampfes für Frauenrechte, Gleichberechtigung und Geschlechterdemokratie. Wir versammeln uns hier stellvertretend für die Frauen in Ansbach, aber auch für all unsere Schwestern in und aus den Kriegs- und Krisengebieten. Wir stehen für Sie, dass Sie selbst damit beschäftigt sind, zu überleben, weil Sie sich auf der Flucht befinden und keine Chance haben, als nur mehr um die nächsten Tage, Stunden, Minuten Ihres Lebens, um Ihre Kinder zu kämpfen. Dieser Tag ist auch ein Anlass, auf Vergangenes zurückzublicken. Am 19. Mai 1911 fand der erste internationale Frauentag in Dänemark, Deutschland, Österreich, der Schweiz und in den USA statt. Allein in Deutschland, lasst es euch noch dazu zergehen, nahmen über 1 Million Frauen und Männer an Veranstaltungen und Demonstrationen teil. Kennen Sie noch den Gehorsamsparagrafen oder die Zölibatsklausel? Gehorsam war Gesetz gegenüber dem Ehemann. Zölibatsklausel besaß sie, dass Beamtinnen nicht heiraten durften. Damit wurden heimkehrende Kriegsgefangene Arbeitsplätze verschafft, nachdem Frauen jahrelang diese Lücken gefüllt haben. Erst am 01.01.1958 wurde diese Regelung abgeschafft. Deshalb kennen sie keinen Gehorsamsparagrafen mehr und auch keine Zölibatsklausel. Wir könnten dies mit dem schrecklichen Wort umgehen, das so viel Leid schafft, nämlich Krieg, auch erreichen. An dieser Stelle möchten wir unsere Solidarität und Hochachtung unseren Schwestern in den kurdischen Gebieten aussprechen. Für ihren mutigen Kampf zum Schutz der vom Tod bedrohten Kinder und für die Umsetzung des weiblichen Prinzips in ihrer Heimat. Vergesst es nicht, wir sind die Hälfte der Menschheit und somit eine politische Macht. Wir nutzen sie aber im Moment nicht wirklich. Zwischen 1900 und 1914 war die Frauenbewegung eine Massenbewegung. Damit erkämpften sie sich nicht nur das Frauenwahlrecht, sie initiierten ganze Systemänderungen. Und jetzt, hier und heute, ist denn Gleichberechtigung schon in der Realität angekommen? Frauen verdienen immer noch ca. 22% weniger als Männer in vergleichbaren Berufen. Frauen sind besonders betroffen von Armut, Altersarmut, Niedriglöhnen und prekären Arbeitsverhältnissen. Laut Agentur für Arbeit waren im Oktober 2015 60% der erwerbsfähigen SGB-II-Empfänger, also Hartz-IV-Empfänger, in Ansbach weiblich. Besonders betroffen sind dabei Alleinerziehende, aktuell 366 Frauen mit 570 Kindern. Auch Achtung und Respekt unseren älteren Mitmenschen gegenüber ging verloren. Gerade in Bayern leiden mehr Frauen unter Altersarmut als in den restlichen Bundesländern, ausgenommen Baden-Württemberg. Tendenz steigend. Männer im Freistaat beziehen eine durchschnittliche Rente von ca. 1.003 Euro pro Monat. Bei Frauen sind es nur 569 Euro. Besonders von Altersarmut bedroht sind alleinerziehende Frauen. Hier komme der Faktor zum Tragen, dass sie oft keine zusätzlichen hinterbliebenen Renten beziehen. 42% von ihnen müssen laut Sozialbericht Bayern im Alter ein Leben in Armut fürchten. Ist das Gleichberechtigung? Frauen waren und sind Opfer von Gewalt. Gewalt gegenüber Frauen findet zu 80% in deren eigenen Umfeld, in deren Partnerschaften statt. Die Statistik 2014 verzeichnet alle 90 Minuten eine Vergewaltigung in unserem Land. Jede dritte Frau hatte irgendeine Form der sexuellen Belästigung bei Vorgesetzten, Kollegen oder Kunden erlebt. 2014 war unser Frauenhaus in Ansbach zu 95% ausgelastet. 81 Frauen suchten dort Schutz, und zwar aus allen sozialen Schichten. Das ist ein Armutszeugnis. Gerade auf der Südhalbkugel unseres Planeten ertragen Frauen bitteres Leid. Und jede Bewegung, die sich dieser Gewalt entgegengestellt, wird von religiösen Fundamentalisten niedergemetzelt. Rojava ist dafür im Moment ein Beispiel, dass das weibliche Prinzip soziale, fürsorgende und basisdemokratische Gesellschaftsstrukturen schaffen kann. Und es ist ein Beispiel dafür, dass patriarchalische Strukturen dagegen grausam und skrupellos ankämpfen.
siehe IS, Saudi-Arabien und die Türkei. Fürsorge und Schutz sind eindeutig weibliche Attribute. Dass wir über unsere Stadtgrenzen hinaus für unsere gelebte Willkommenskultur geschätzt werden, liegt vorwiegend an den Frauen unserer Stadt. Dass wir in Ansbach keinen rechtsradikalen Mob ertragen und fürchten müssen, ist auch dem Umstand zu verdanken, dass es hier in unserer Stadt so viele Frauen gibt, die sich für Flüchtlinge engagieren und damit ein klares Zeichen nach außen setzen, nämlich: Hier ist kein Platz für Fremdenfeindlichkeit und kein Platz für Rassismus. Hier lesen wir nicht nur, hier leben wir unser Grundgesetz. Im Moment wird diese Welt von Kriegen, Ausbeutung, Umweltverschmutzung und Ressourcenraub gebeutelt. Nicht umsonst nennen wir sie Mutter Erde. Heute gilt es dringlicher denn je, diese Mutter zu schützen und zu bewahren. Viele Gründe, die zunächst empören und auch eindeutig zum Handeln aufrufen. Alice Schwarzer plädierte für die Abschaffung des Internationalen Frauentags. Sie meinte: Schaffen wir ihn endlich ab, diesen gönnerhaften 8. März, und machen wir aus dem einen Frauentag 65 Tage für Menschen, Frauen wie Männer. Nein, nun das stimmt, wir sind alle Menschen. Schaffen wir beispielsweise auch Weihnachten ab und machen jeden Tag des Jahres ein Fest der Liebe. Nun, liebe Schwestern, wir schaffen ihn eben nicht ab, den Internationalen Frauentag, sondern begehen wir ihn jedes Jahr im Bewusstsein der immer noch herrschenden Ungleichheit, legen den Finger lautstark in die Wunden des Unrechts und schauen dennoch stolz auf das Erreichte. Dankeschön. So, jetzt hört ein Liedbeitrag von Robert Wachmann, Bread and Roses. Roses ist um die Jahrhundertwende entstanden. In Amerika ist man die Hymne streikender Textilarbeiter. Das ist wirklich schön. Ja, das Lied gibt es auf Deutsch auch, das spielen wir am Schluss der Veranstaltung. As we go marching, in the beauty of the day, a million dark magicians, a thousand millions of cry, are touched with all the radiance that a southern sun discloses, and people heard us singing, bread and roses, bread and roses. We go marching, marching, we battle too for men. Although they are women's children, and we mother them again. Our lives shall not be sweated from birth until life closes. Our staff as well as bodies, give us bread, but give us roses. As we go marching, marching, unnumbered women did go crying through our singing, our ancient song of bread. Lives will not be sweated from birth until life closes. Yes, it's bread we go fight for, but we fight for roses too. But it is bread we fight for, but we fight for roses too. Das ist witzig.
nicht ganz so weihnachtliches Gedicht oder eins, das außerhalb Weihnachten auch sehr viel zu sagen hat. Die göttliche Wende der Weltgeschichte von Peter Schütt. Es hätte auch so kommen können. Im Stall von Bethlehem, der 24. Dezember, kurz vor Mitternacht, Maria bringt eben unter Schmerzen, ohne ärztlichen Beistand, ihr göttliches Kind zur Welt. Und ihr unschuldiger Bräutigam stellt verwundert fest: Jesus Maria, ein Mädchen. Ja, ja, es hätte auch so kommen können. Wenn es so gekommen wäre, dann hätte sich von Anfang an das ewig Weibliche durchgesetzt. Eine Frau hätte uns von Sünden, ja, erlöscht. Und die Herren der Schöpfung müssten, falls nicht anderes bei Zeiten sie entmachtet oder entmahnt worden wären, auf alle Fälle ohne die fernen Zeichen ihrer Mahneswürde, ohne Knüppel, Schwerten und Raketen, einfach nur so die Welt regieren. Es hätte auch so kommen können. Und von Erich Kästner, Fantasie von übermorgen. Und als der nächste Krieg begann, da sagten die Frauen nein. Sie schlossen Brüder, Söhne und Mann fest in die Wohnung ein. Dann zogen sie. Sie zogen in dem Land wohl vor das Hauptmannhaus und holten die Kerle heraus. Sie hielten Stöcke in der Hand. Sie legten jeden übers Knie, der diesen Krieg befahl. Die Herren der Bank und Industrie, den Minister und General. Da brach so mancher Stock entzwei und manches Großmal schwieg. In allen Ländern gab's Geschrei und nirgends gab es Krieg. Die Frauen gingen dann wieder nach Haus zum Bruder, Sohn und Mann und sagten ihnen, der Krieg sei aus. Die Männer, die starrten zum Fenster hinaus und sahen die Frauen nicht an. Ja, wunderschön. Ich singe jetzt das Lied Brot und Rosen. Es wird auch verteilt und ihr könnt alle mitsingen. Der Text ist relativ schwer in der Melodie mit einzufügen, aber vielleicht findet ihr euch mit rein. Wir würden uns freuen, wenn ihr einfach mitsingt. Das war das Lied der Textilarbeiterinnen, eigentlich in Massachusetts, die eben aufgestanden sind Anfang des 20. Jahrhunderts und für ihre Rechte gekämpft haben. Teilweise mussten sie dafür leben lassen. Und das war ihr Lied. Gut. Weil ohne Mutter kein Mensch
scheint plötzlich die Sonne unsere arme Welt zu kosen. Hallo liebe Ansbacherin Ansbacher, und ich bin eine kurdische Suprakettin. In verschiedenen Regionen der Welt findet hervorgerufen Kriege statt. Besonders betroffen von diesem noch nicht benannt Dritten Weltkrieg sind der Mittlere Osten und Frauen. Der IS sympathisiert das patriarchale Herrschaftssystem in Reinform. Niemals war so deutlich wie heute, dass die Rettung der Menschheit vom Kampf der Frauen abhängt. Die größte Unterstützung findet der IS bei den türkischen Regierungspartei AKP, die ebenfalls daran arbeitet, Frauen ins Mittelalter zurückzuversetzen. Sie betrachten die Frauen und den Widerstand der Völker Kurdistans als größtes Hindernis, das es mit den blutigen Massakern zu beseitigen gilt. Vor allem im Kobane und Schengal, in Rojava und ganz Kurdistan ist offensichtlich geworden, dass Frauen mit ihrem Kampf die Werte der Menschheit verteidigen. In Rojava und Nordkurdistan wird Schritt für Schritt ein auf Freiheit und Selbstverwaltung basierendes System aufgebaut, das eine Alternative zum zerstörerischen Kapitalismus darstellt. In diesem System übernehmen Frauen die Frauenrolle. Frauen müssen weltweit gemeinsam kämpfen gegen Verstärkung, Erniedrigung und Ausbeutung, gegen Gewalt, Misshandlung und Vergewaltigung, gegen den Ausschluss aus dem öffentlichen Leben. Die Welt muss aus Frauensicht neue interpretieren, die Menschheitsgeschichte neu geschrieben werden. Wir bauen eine feministische Wissenschaft, die wir Genealogie nennen. Dabei stützen wir uns auf das Erbe von Frauen wie Clara Zetkin und Rosa Luxemburg. In der jüngeren Vergangenheit sind es kurdische Frauen wie Silan, Beritan, Sara, Arin, Seve und unzählige weitere, die im Kampf ihre Leben verloren haben und uns das Weg weisen. Sie geben uns die Hoffnung, dass eine andere Welt möglich ist. Es lebe der Frauenkampf. Es lebe YPG, Schluss mit dem Massaker in Kurdistan, hoch die internationale Solidarität. Danke, Aysa. Wir wollen die Kundgebung jetzt dann beenden mit dem Lied Sagen wir, wo die Blumen sind. Das kennt wahrscheinlich jeder von euch. Wir versuchen es mal vorzuspielen und ich denke, da könnt ihr alle mit einstimmen. Moment, Aysa möchte uns noch was mitteilen. Ja? Liebe Freunde, liebe Ansbacherinnen, Ansbacher, hier sind auch ganz viele kurdische Mitbürger, Ansbacherinnen und Ansbacher, kurdische Freunde. Den möchte ich auch auf Kurdisch ganz kurz mal was sagen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ist das okay? Ja. Herr Wallo, also wir wurden in Esberku, Talakia, Meb, Almanie, und Jarekadne, und Hamik, Sel, Selim, Sel, Chavi, Sel, und Sel, und Jbuna, Mejina, M, Unen, und Emin. Bime, Untenen, M, Buetinen, Jbuna, Weke, Hebuna, Mer, Hebuna, Weh, Hebuna, Weh, Hebuna, Meh.
بیجی یکی تیا ولاتی کردستان هر چند پرچه بیجی کرد کردستان بیجی یه پرچه بیجی بخیر هاتنا و سپاس باش باش Wahrscheinlich. Ist verschwunden. Geht ihr am